Danke, tschüss. Ich schau gleich mal. Aber wie gesagt, jetzt mal wegen dem Typen aus Pakistan. Ich würde dem Typen nicht vertrauen. Ich würde sogar das Gespräch komplett einstellen, weil da ist irgendwas nicht ganz normal. Warum sollte ein Designer, der schon so vieles getan haben, hat, sich per Snapchat bei dir melden und für dich kostenlos ein Banner machen? Das macht niemand. Und Pakistan ist nicht gerade ein reiches Land. Also sperr lieber den Kontakt. Blockier den. Oder frag ihn mal aus, was seine Beweggründe sind, überhaupt für das Angebot. Kannst du ja auch machen. Ja. Dann musst du ihm das aber auch sagen. Tschüss, du musst da mit ihm reden drüber. So einer Beziehung gehören halt immer zwei und beide müssen da sich dessen klar sein. Und wenn du heute auch mal die Zeit haben willst, dass ihr euch einfach nur unterhalten könnt, whatever, musst du ihm das sagen. Musst ihm aber auch klar sagen, dass du es akzeptierst, wenn er seine Streaming-Zeiten haben möchte. Wenn das kompatibel ist mit den Wünschen, die du hast. Also ihr müsst eine Lösung finden. Na gut, du musst ihm
nicht so kurzfristig. Du weißt eh, das ist nicht, das geht natürlich bei ihm nicht. Ich hätte ihn nicht aufgepasst. Also wie gesagt, du weißt eh, kurzfristig ist bei ihm nicht gerade der Plan. Der Plan schon ein bisschen weiter voraus. Und du musst einfach klar machen, dass du in seinem Plan ein Teil sein musst. Vielleicht auch nicht jeden Tag. Weil du auch seine Freiheiten akzeptieren möchtest. Ja, Baumkuscheln, weil ich lese hier nebenbei Chat. Wie sie folgen können. Ja, wie gesagt, also gib ihm halt die Chance, dass er dich einplanen kann. Dass du ein fester Teil seiner Planung bist. Das muss er auch verstehen, also, sorry, gehört halt nur mal dazu, dass man auch Zeit füreinander hat. Nicht nur der eine seine Hobbys machen kann oder seine Wünsche durchsetzen kann, der andere kann, ja, keine Ahnung, zuschauen, wie es dem anderen gut geht. So funktioniert nur einmal keine Beziehung. Also eine Beziehung. Ist irgendwelche anstößigen Fotos oder eher einfach Dummsinnsfotos? Ah, okay. Ja, manche brauchen das halt. Ich glaube, die haben sonst nichts anderes im Leben zu tun.
Danke, Chess, für den Bit. Was? Hä? Was wolltest du nicht? Du wolltest kein Bit mehr ausgeben? Ist dir, glaube ich, misslungen. Wie denn Wumms? Was war denn Wumms? Ja, kriegst du wieder. Jess, kriegst du wieder. Sobald du Affiliate-Status hast und dann streamst, schenke ich dir auch mal ein paar Bits. Alles gut, mach ruhig. Lass dich nicht stören. Und bloß nicht aufhalten. Alles gut. Und wenn es 5 Minuten dauert. Dauerzeit 5 Minuten, Chase. Alles gut. Lass dir so viel Zeit, wie du brauchst.
könntet. Gibt es dem gar nicht, gell? Ah, ah. Ich glaube, den Heuwender werde ich, also den Graswender, den Wender hier, werde ich glaube ich auch noch tauschen gegen den Pettinger. Weil da kann ich nämlich einstellen, ob er mehr auf die rechte oder linke Seite wirft. So dass er mir das jetzt nicht unter die Hecke wirft. Ganz schöne Gras. Er verteilt sich ziemlich breit. Auch noch. Deswegen hat es so lange gedauert, oder? Ich soll jetzt mal raten, wie viel du unter der Hand hältst. Keine Ahnung. Eine Handvoll? Oder nur eins? Oder nur eine Zeitstelle?
kein kleines Stinkchen. Ich glaube, das hättest du schon auf dem Weg zu deinem Zimmer wieder aufgefuttert. Fünfundzwanzig. Achtundzwanzig. Dreißig. Ja, ist ja auch nicht gerade leicht. Runter von 24, also von 25 oder runter von 30 oder von 20. Runter von 30. 29? Achtundzwanzig? 27 habe ich vorhin schon gesagt. Dann waren es 26 wahrscheinlich. Ja, wann hat der eigentlich Chris Geburtstag? Weiß ich gar nicht. Aber schreib mir das lieber per WhatsApp. Das glaube ich dir schon, dass du noch mehr da hast. Ah, okay. Du hast am 13.11., okay.
Ja. Dann ist es soweit. Kriegst da deinen Führerschein. Die Prüfung bestehst du hundertprozentig, glaub mir, das schaffst du. Das schaffst du, tschüss. Glaub an dich. Das größte Problem der meisten Menschen ist, dass sie nicht an sich selbst glauben. Was sie in der Lage sind, wenn sie es wollen. Schon wieder. Jawohl. Wo ist das hin? Birnensaft. Ah, der ist aber auch lecker. Ich mag Birnensaft. Ja, das musst du wissen, ob du das machst. Ja, wenn man Hunger hat, muss man was essen. Es ist halt so.
Dankeschön, mach ich. Na, bist nicht. Wie kommst du drauf? Tschüss. Ja, da musst du ein bisschen aufpassen, das stimmt schon. Er läuft bei ihm, oder? Wollte ich für ihn. Aber ich denke, das tust du eh schon.
Ja, wer kann, der kann. Bei ihm? Ja, ich mach's auch klasse, nur Zuschauer hab ich was keine. Mal leider Gottes sagen. Also irgendwas fehlt bei mir. Ja gut. Ich rede auch zu wenig. Was hast du denn da gemacht? Ja, das war ja im Endeffekt so der. Entschuldigung. War ja im Endeffekt nur so eine Art Umfrage. Beziehungsweise, ob ich es dann nochmal machen soll. Entschuldige. Entschuldige, das wollte ich nicht, Jess. So, jetzt noch alles zum Schwaben.
Dir ist kalt. Warum ist dir kalt? Warum ist dir kalt? Leg dir, mach doch eine Decke drum. Oder nimm die Decke aus dem Bett und wickel so um dich drum. Wenn dir kalt wird, ist es aber eigentlich ein Zeichen dafür, dass dein Kreislauf langsam in den Keller geht und du eigentlich schlafen möchtest, beziehungsweise dein Körper schlafen möchte. Oder du zu wenig gegessen hast. Ja, Jess. Alles gut. Ey, ich hab bald wieder da. Denk dann, du darfst halt auch nicht klammern. Weil umso mehr du versuchst, ihn so festzuhalten, umso weiter rückst du ihn von dir weg. Wird noch ein Weilchen dauern, das stimmt. Na, das ist im Endeffekt so eine Art, dieses vorne, dieses kleine weiße Teil hier, da ist auch Nikotin drin. Also wirklich richtig, richtiger Tabakblätter. Und das wird nur erwärmt, sodass nur das Nikotin rausgelöst wird. Und kein Teer oder andere schädliche Stoffe mehr produziert werden, wie es bei der normalen Zigarette wäre. Durch die Verbrennung. Ja. Oh, das habe ich nie gezählt, wie viele Zyklen man da machen kann. Das habe ich noch nie gezählt. Müsste ich mal zählen, Jess, keine Ahnung. Es kommt vor allem darauf an, wie tief der Zug ist, ob der nur kurz ist oder tiefer ist. Wer rauchst du denn selber, Jess?
welcher Freund? Meinst du Chris? Echt? Der hat mal geraucht. Habe ich gar nicht gedacht, gewusst. Ja, schreib's mir jetzt später dann mal. Blöder Baum, komm, zieh. Das ist hier. Ja, aber das ist ja wirklich dann etwas anderes als das, was ich rauche. Weil da kostet, hier kostet allein das Gerät 100 Euro.
Hab schon gesehen, kam gerade schon. Schau ich mir nach dem Stream dann immer genau an, was du da eigentlich meinst. Wie gesagt, bei mir kostet allein das Gerät 100 Euro. Und das nützt dir nämlich noch gar nichts. Mach doch endlich, Jazz. Ich halte dich nicht auf. Bevor du noch hier erfrierst. Scheiße. Warte mal, eins mache ich jetzt schnell mal. So. Hast schon fast wieder ein Bit reingehauen, ich hab's schon gesehen. So. Und du bist jetzt ab sofort auch Moderator bei mir, Jazz. So halt. Weil du die ganze Zeit auch da bist. Und wenn jetzt was wäre, ist sonst keiner da. Außer du. Und du unterhältst dich auch die ganze Zeit mit mir. Und das ist nett. Fein. Das ist schön. Danke für deine 30 Bits, Chats, aber das wäre nicht nötig gewesen. Vor allem, ich kann mich hier nicht mal revanchieren bei dir. Aber trotzdem, vielen lieben Dank dafür.
Danke dir. Freundlichkeiten sind heutzutage fast am Aussterben. Jo, mache ich auf jeden Fall. Das schreibe ich dir dann. Versprochen. Ja, ist klar. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, lass es am besten auch einfach. Fang erst gar nicht an, bestell dir nicht so einen Scheiß. A, kostet's Geld, B, ist es absolut nicht gesund. Also wenn es danach geht, würde ich dir lieber ausreden. Als dir noch eine Empfehlung zu geben, ob das gut ist oder nicht. Aber ich schaue es mir dennoch an. Das mache ich dennoch. Aber du wirst schneller abhängig von dem Mist, als du gucken kannst. Weißt du? Muss man einfach mal ganz klar so sagen. Und er kann selbst mal probieren oder ein paar Mal probieren. Kann schon gefährlich werden. Bei mir hat es angefangen, ich habe immer mit 17, glaube ich, da. Da habe ich immer beim Fortgehen eine geraucht. Dann sind es ein paar mehr geworden beim Fortgehen. Irgendwann habe ich mir eine Schachtel gekauft fürs Fortgehen. Jo. Und irgendwann hatte ich morgens, wo ich aufgewacht bin, Bock, eine zu rauchen. Dann war es vorbei. Ab da habe ich jeden Tag geraucht. Es fängt meist ganz klein an und man denkt sich nichts dabei. So ein richtig schöner schleichender Prozess. Und am Ende bist du nikotinabhängig, beziehungsweise zigarettenabhängig. Weil es ist ja gar nicht mal die reine Nikotinsucht. Die Nikotinsucht selbst, die ist relativ schnell vorbei. Also die Entwöhnung vom Nikotin, körperliche Entwöhnung meine ich. Aber die seelische Entwöhnung, die ist das Schwere.
Jo, alles gut. Bis später dann, gell? Schlaf schön. Ich werde jetzt auch gleich Feierabend machen. Gell? War lang genug für heute. Jo, alles gut. Ich melde mich. Das Süßchen.
Ich hätte noch ein bisschen weiter ausholen sollen. Okay. Ja gut, shit happens. Ja. Spät losgefahren, der Scheiße.
Einmal voll tanken. Ein bisschen sauber machen. So. Kurze Pause. Und gerade beim Ding fliegen, einmal fliegen sogar mit dabei. Ich muss nämlich schnell mal aufs Klo. Also, bin in wenigen Minuten wieder da.
So, bin wieder da. Geht auch gleich weiter. So. Schauen wir mal, ob ich den Auftrag mal fertig kriege hier. Bei den Kühen ist es mal nicht abgegeben. Das wird ja eigentlich auch nichts ausmachen.
Vielleicht explodiert die Bombe hier. So, hole ich noch die Ballen ab und bringe die zum Markt. Hoffentlich kann ich den Auftrag dann abschließen. Und dann ist auch echt Feierabend für heute. Morgen geht's weiter.
Bleib jetzt stehen. %90. Ihr könnt beide nicht abschließen. Voll für den Arsch. Eigentlich wollte ich mit dem Geld mir jetzt die Mietgeräte besorgen. Nee, kann ich jetzt wieder nicht. Muss ich doch einen Kredit aufnehmen, damit ich die Felder aufernten kann. Doch Wahnsinn.
für einen Bitzweck. Ich überhaupt erstmal schauen, ob die überhaupt andere sind. Mann. Ganze Arbeit umsonst her. Gut, da kann ich das Kraut entfernen. Das ist unreif. Das noch nicht. Das oben auch noch nicht. Und das waren aber die Kartoffeln, glaube ich, gell? Oder nee, das waren die. Doch, die Kartoffeln. Mal auch nachziehen. Sieht jedenfalls ganz stark danach aus. Üben sie nächsten Monat drin. Ui, oh, was war das jetzt? Zu verzogen. Das nervt.
Upsi. Ah, Gott sei Dank. Schlagen. Jetzt wieder nicht. Also der Traktor hat manchmal einen Spinner. Absoluten Spinner, dass der auf einmal nicht mehr vor uns zurückfährt. Der ist, als wenn er sich aufhängen würde. So, Kartoffeltechnik. So muss man mit dem hier, hä? Ja, wie viel kostet denn die Miete?
So geil, dass ich nicht mehr weiß, wie es mir angezeigt wird, wie viel die Mietkosten sind. Zehntausend. Boah. Das jetzt. Das. Ah, Mann, Alter, ey.
Jetzt wird er mal nicht. Das Ding kotzt mich an. Das nervt doch. Da verpackt das Teil hier. Das ist so sehr mir gefällt vom Design her und vom auch von dem Innenraum hier, wie das schön dargestellt ist. Vom Klang. Das kann nicht sein, dass der jetzt hier permanent stehen bleibt. Also das geht mal gar nicht. Dadurch, dass ich ja schon von auf einer anderen Karte hatte, liegt es nicht an der Map oder sowas. Nee. Ich hoffe, dieses Grundgewicht hier richtig fassen zu können. Wieder nicht fahren oder was? Er kann nicht mehr fahren. Das gibt's doch gar nicht. Kann jetzt nicht wahr sein, echt.
So, schauen wir mal, ob ich überladen kann auf den hier. Ob der ist überhaupt da unten verpackt. Steht nämlich einfach nicht. Nein, er fährt noch, er fährt noch. Er fährt rückwärts. Aha. Er quält sich, aber er schafft es. Ganz schön viel Unverdauer mit dabei. Weiß, dass er fast voll den Korntank hat. Aber der Porsche muss erstmal wenden hier. Ich weiß nur nicht, wo er hinfährt. Fährt er die ganze Strecke wieder runter oder was? Dann noch raus.
der Herr. Jetzt fährt er die ganze Strecke zurück, oder was? Ja, probieren wir es mal. Hey. Okay. Komm jetzt! Jetzt kommt er nicht vorwärts. Ist egal. Schnell vorbei, du Sack, du. Schauen, wo ich das verkaufen kann.
Kartoffeln 286. Bipolar Prophet Farmers Market. Ah, der bietet mir noch einen besseren Preis. Ups. Okay. Ich habe das da jetzt gerade zum Supermarkt gebracht, oder nicht? Normalerweise müssen wir eben die komplette Menge annehmen.
Mach mal einfach hinten. So, jetzt ist aber Feierabend. Ich bin 3 Stunden über. Viel länger gemacht, als ich wollte. 12 Stunden war geplant, 15 Stunden sind es jetzt geworden. Aber nur reicht. Fahre ich mal zurück noch, schauen wir, wie weit der Helfer schon gekommen ist. Wir hatten vorhin einen Korntank, sehr schön. Schauen, wie er steht. Abtanken kann ich mehr. Ich weiß, was für ein Objekt wird der blockiert.
So, im Januar wäre der Höchstpreis mit 376. Eigentlich sollte ich warten. Ja, Dattel, aber ich mache jetzt auf Feierabend. Ich stoppe jetzt nur die Helfer hier alle. Und dann ist Feierabend für mich jetzt hier. So. Ich würde sagen, ich schicke euch alle auf jeden Fall mal zum Chris. Der spielt gerade A Way Out. Also das ist ein Spiel, wo man aus dem Gefängnis ausbrechen muss. Und ich sage auf jeden Fall mal vielen, vielen Dank an alle, die heute mir zugeschaut haben bei meinem 12-Stunden-Stream. Vielleicht gibt es auch nochmal irgendwann später mal wieder einen. Morgen werde ich auf jeden Fall tagsüber wieder streamen. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Die vielleicht ein kleines Follow da gelassen haben oder mich sonst supportet haben oder mich einfach nur nett unterhalten haben. An all diejenigen und all diejenigen, die einfach nur im Hintergrund waren, vielen, vielen Dank. Gar kein Thema, gerne wieder. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder und wünsche euch bis dahin auf jeden Fall erstmal noch einen schönen Samstagnacht. Schöne Samstagnacht und noch einen schönen Sonntag. Vielleicht sehen wir uns morgen dann wieder. Bis dahin, ciao!